Versuche bitte, was kann passieren, wenn du dich zu früh eindringst? Es kann passieren, dass sie gar nicht mehr springt. Im dümmsten Falle springt sie mit wenig Schwung und was stand. Ja. Deshalb trainiere ich eigentlich auf maximalen Höhe, sondern mache das eigentlich gerne niedriger, damit sie sich dann nicht stoßen. Aber egal. Ich würde dich bitten, die ersten zwei Wellen hier früher einzuführen. Danach, das mit dem Außen, hier vorne an der 5. An der 6 und der belgische Wechsel hier runter haben mir wieder gut gefallen. Und das hier vorne war auch gut. Wenn du es jetzt noch schaffen würdest, dich in der Bewegung zu bleiben, bis sie über diese Linie kommt, dann wieder weg. Wenn sie da ein bisschen schräg steht, ist das doch nicht schlimm. Dann hat sie gerade einen Eingang in den Schuh. Wichtig ist, dass sie kein Tempo verliert. Also hier einfach das ein bisschen flacher ziehen von der Linie. Die ersten beiden Wechsel versuchen, das höher zu machen. Dann bin ich hochzuspielen. Dann versuchen wir mal.